Sind Sie der Meinung, Ihren Kredit bei dem Ehrensenf-Zuschauern mit veralteten Gags verspielt zu haben? Puh. Und da kommen noch 399 von diesen Fragen? Das dauert ja ewig. Können wir die Veröffentlichung nicht irgendwie ein wenig herauszögern? Die Amerikaner haben ja scheinbar sehr viel weniger Probleme damit, wenn sich ihre Politiker Geld aus der Wirtschaft zuschieben lassen. Dreistellige Millionenbeträge lassen sich die Kandidaten da im Moment ihre Wahlkampagnen kosten. Und zumindest im eigenen Land haben sie damit noch nichts an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Da wird aber auch mit härteren Bandagen gekämpft als hierzulande. Bei diesem Bild lässt sich schon mit einer Portion gesunden Menschenverstandes feststellen, dass Photoshop seine Finger mit im Spiel hatte. Für etwas weniger eindeutige Fälle gibt es die Seite Error Level Analysis, die mit einem Farbschema anzeigt, wo in einem Bild verdächtige Stellen zu entdecken sind. Je heller, desto falsch. Leider ging die Seite kurz vor Drehbeginn offline wegen Serverumzugs, aber zumindest Windows-Benutzer können derweil auf diese Standalone-Anwendung zurückgreifen. Was? Die Krawatte ist auch nicht original? Apropos, wer seine Original-Kindheitsfotos noch zur Hand hat, der kann ja mal versuchen, sie für diese Seite möglichst perfekt nachzustellen. Vorausgesetzt natürlich, man hat den Gesichtsausdruck noch drauf. Bilder der ganz besonderen Art entstehen bei dieser speziellen Maltechnik. Miguel Endara hat gefilmt, wie ein großes Porträt seines Vaters ausschließlich aus Millionen kleiner Punkte erstellt wird. Vielleicht wäre das ja auch was für euch, quasi als Beschäftigungstherapie, bis der nächste Fansenf um die Ecke kommt. Wer seine Pixel lieber digital als analog mag, der kann sich an dem schon etwas älteren, aber toll gemachten Film Pixels erfreuen, in dem quadratische Klümpchen in rasantem Tempo die Erde an sich reißen. Ganz ohne Animationen, aber trotzdem mit tollen Bildern, warten diese beiden Filme auf. Zum einen kann man sich atemberaubend schöne Einstellungen des amerikanischen Südwestens im Zeitraffer anschauen, und zum anderen einen Kurzfilm, der eigentlich nur gedreht wurde, um die Bildqualität und Möglichkeiten einer neuen Kamera zu demonstrieren. Ach, Werbung kann doch so schön sein! Wir machen zum Abschluss noch ein bisschen Werbung für gut gelungene Spiele im Internet. Bei One Chance hat man als Wissenschaftler genau eine Chance, die Welt zu retten, und wird bei Scheitern wieder an den Anfang dieses fatalen Tages zurückkatapultiert. Die schwarz-weiße Weltsicht von Shift sieht zuerst wie ein einfaches Jump-and-Run-Spiel aus, entwickelt sich aber zu einer kniffligen Rätselpartie, in der sich auch die eigene Sicht der Dinge mal komplett drehen kann. Und nicht nur für Frauen gibt es Multitask, wo man gleich mehrere Spiele gleichzeitig bewältigen muss. Das war's auch schon wieder von uns, heute mit mehr links und weniger rechts. Gags. Wer daran etwas ändern will, der nehme doch einfach ideengefüllten Kontakt mit uns auf für den nächsten Fansenf. Bis dahin wünschen wir fröhlichen Fasching oder auch kultigen Karneval, je nach geografischer Lage. Das war Ehrensenf, ich bin Frank und tschüss. Die Amerikaner haben ja scheinbar sehr viel weniger Probleme damit, wenn sich ihre Politiker mit Geld aus der Wirtschaft schmieren lassen. Was? Die Krawatte ist auch nicht... Ja, ich find's gut. Okay.